Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape from Tarkov. Ich bin zurück. Wir haben 8 Nachrichten, grob geschätzt, kommt hin, aus der Versicherung, die wir abholen müssten an Items, die wir da haben. Sehr, sehr viel. Eine Belohnung, Anrufer. Ach, die haben wir auch noch. Ein Tag 14. Wir haben Probleme, wir haben Platzprobleme. Ich würde jetzt noch einmal gerne auf Woods gehen. Dafür brauchen wir eine Bolt Action. Ich weiß nicht, ist das eine Bolt Action? Scharfschützengewehr, Repetierer. Ja, Repetierer. Eigentlich schon. M700, da können wir eigentlich einen Scope draufsetzen. Ich würde jetzt einmal gucken, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Beziehungsweise, naja, wir werden wahrscheinlich eher sowas wie Dayback, joa. Wir werden tatsächlich ein bisschen Ausrüstung jetzt zwangsweise mehr oder weniger spielen müssen, dass wir zurechtkommen mit unserem ganzen Zeug, was wir momentan haben. Das heißt, ja, Rüstung soll man eigentlich nicht anhaben. Wir können sie notfalls auch ausziehen. Wir nehmen mal die Rüstung noch mit. Wir nehmen mal auf jeden Fall ein Headset mit. Das Zeug kam ja alles wieder aus der Versicherung zurück. Wir werden uns allerdings eine Bolt Action kaufen müssen. Ich bin am überlegen, ob wir ein paar VPOs verkaufen. Könnten wir eigentlich machen. Die Frage ist, an wen? Aber wahrscheinlich eher an Brapor. Da brauchen wir nämlich noch ein bisschen Roof unter anderem. Und die Dinger hier können wir tatsächlich einmal ja, verkaufen. Die AK vielleicht nicht. Die AK-101 auch nicht. Die bringen 29.000. Das wäre die M4A1. Boah, noch haben wir Munition dafür. Uns wird allerdings irgendwann die Munition dafür auch wahrscheinlich ausgehen. Pistole können wir verkaufen. Sig Sauer Pistole. Eine Glock. Noch eine Glock. M4. M45, MP443, eine Krach. Eigentlich alles ganz coole Waffen tatsächlich, die wir haben. Aber die beiden hier können wir zumindest schon mal verkaufen. Das sind 33.000 Rubel, 33.000 Rubel Umsatz. Wir brauchen eine Bolt Action. Und zwar eine Musi... Ach, cool. Aber nee, müssen wir, die können wir nur traden. Oh Gott. Aber hier Musin, Infanterie und Karabiner. Die Infanterie-Musin können wir uns kaufen. Kostet 35.000. Die ist teuer, holla, die Waldfee. Ja gut, werden wir aber brauchen. Dann gehen wir damit einmal nämlich in den Raid rein und gucken mal, was wir jetzt dann auf Woods erledigen können. Idealerweise vielleicht auch noch unser Lebermittel mitnehmen. Aber das ist wahrscheinlich eher so in Richtung Wunschdenken. Aber wir gucken einfach mal, wie es denn für uns aussieht. Wir haben eine FMJ. Ein paar Schuss noch. Und wir haben nichts weiter. Hatten wir nicht mehr? Munition in Laden suchen nach Kompatibilität. Munition HPSP. Ah, die Munition ist aber wieder völlig für die Tonne. Kaufen wir mal 20 Schuss. Uns wird es schon nicht ausgehen. Hoffen wir mal. 28 Schuss ist jetzt echt nicht viel, aber es ist eine Bolt Action. Mal abgesehen davon, dass du die auch erstmal laden musst. Ist natürlich das Problem. APPT, ist das nicht die? 62, 54. Ja, nehmen wir die 37 Schuss hier mit. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen jetzt gelandet sind, aber wahrscheinlich irgendwo. Wir können mal ganz kurz die Versicherung. Hier kriegen wir, glaube ich, auch. Das war, glaube ich, auch recht viel, was wir hier bekommen. Ein Trizip. Okay, das können wir zumindest einpacken. Denn in das Ding kannst du das Ding hier reinstecken. Da haben wir zumindest schon mal nichts verloren an Platz. Und dann, ja, die ganze Versicherung muss halt dann nach und nach abgeholt werden, die wir haben. Wir haben allerdings ein bisschen Zeit dafür, noch 3 Tage insgesamt. Aber, ja, eine Bankrubber ist jetzt nicht mega viel, was wir da haben an der Versicherung. Hier ist die andere Versicherung. Weste, sehr gut. Das ist auch nur eine kleine Versicherung. Hier haben wir, wow, ja, da haben wir schon ein großes Problem. Ja, noch nicht. Okay, mehr können wir nicht abholen. Aber, ja, Trooper-Weste, VPO kam wieder zurück. Nice, alles mal wieder ohne Visier. Aber wir kennen es ja. Die Weste müssten wir notfalls vorher droppen. Kriegen wir aber hin. Wir haben Painkiller dabei. Wir haben was zum Heilen dabei. Wir haben Heavy Bleeding dabei. Wir brauchen noch was für Light Bleeding. Was wir haben. Na, I können wir noch mitnehmen. Und wir sind momentan bei 972.000 Rubel. Das ist okay. Wasser und Nahrung ist alles vorhanden. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal... Hauptmenü Escape from Tarkov. PMC auf Woods um 9 Uhr. Einmal rein. Alles versichern natürlich. Idealerweise kriegen wir zumindest nämlich die Musinen wahrscheinlich wieder. Dann müssen wir die nicht jedes Mal kaufen. Versichern ist günstiger wie neu kaufen. 35.000 ist relativ teuer tatsächlich für das Ding. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Wenn wir irgendwas sehen,
worauf wir schießen können, müssen wir die Weste vorher idealerweise ausziehen und dann darauf schießen, damit wir es für die Quest haben. Funktioniert allerdings, glaube ich, relativ reibungslos. Ich würde gerne noch eine Taste umlegen, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Und zwar die Sprint-Taste, wobei das machen wir danach, nach dem Raid. Wer weiß, ob ich überlebe, das Problem ist, heute ist mal wieder einer der Tage, wo ich nur eine Folge aufnehmen kann. Das heißt, ich werde jetzt eine Folge aufnehmen, danach ist ein Tag wieder rum. Dann kann ich wahrscheinlich mal wieder irgendwann Folgen hintereinander aufnehmen. Aber tatsächlich jedes Mal, wenn ich angefangen habe, bei jedem einzelnen Tag, den ich angefangen hatte, der erste Raid oder die erste Aufnahme, die ersten 30, 40 Minuten, bin ich nur gestorben. Ich bin ein einziges Mal rausgekommen, glaube ich. Wo sind wir denn gelandet? Oh, bei der Hütte direkt, cool. Hier gibt es eigentlich ganz netten Stuff. Aber mal gucken, wir werden den Stuff wahrscheinlich eben halt nicht behalten können, aufgrund dessen, dass ich jedes Mal draufgehe bei dem Scheiß hier. Weiß ich nicht, ist irgendwie, ist ein Fluch, ist ein Fluch. Aber wir haben zumindest mehr als genug Platz. Für alles Mögliche. Wir können die Cappy aufsetzen. Die hält die Kugeln ab, das glaubt ihr gar nicht. Damit sind wir praktisch unverwundbar. Wieso ruckelt das so? Ich glaube hier. Okay. Also vor uns in dem Dörfchen ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Ich hoffe, die Skeps killen den PMC, weil ich brauche den. Ist das eine gesilenzte Knarre? Hört sich sehr seltsam an. Kann die Knarren leider nicht auseinanderhalten. Bin da noch nicht so bewandert in meinen, ja, keine Ahnung, 80 Spielstunden vielleicht, die ich habe. Opera, Visier. Nope. Bin mal gespannt, ob wir diesmal überleben. Ischka brauchen wir diesmal nicht mehr. Hätten wir damals gebraucht, gibt es mittlerweile nicht mehr. Ein Saft, ein Cracker können wir mit einem Heringe, Zucker ist gut. Okay, Essen haben wir zumindest schon mal. Da drüben können wir noch hin. Habe ich die hier unten aufgemacht? Ja, oder? Ich glaube. Ich glaube. Wir können gleich nochmal nachgucken. Magazin liegt hier noch rum. Tatsächlich wäre Munition interessant, also bessere Munition, aber sowas wie PT, M62, FMJ, nice. Oh, ich würde fast sagen, die FMJ ist auf jeden Fall besser. Full Metal Jacket. Wie den Stuff, den wir haben. Gut, dann laufen wir einmal Richtung Dorf gleich. Gucken mal, ob da dementsprechend noch was da ist, was wir erschießen können. Opangastank, das macht uns halt unglaublich schwer. Und wir brauchen, momentan brauchen wir noch nicht. Schläuche brauchen wir auch im Moment nicht mehr. Eine Autobatterie haben wir Gott sei Dank schon. Wir bräuchten ein Maßband, so doof sich's anhört. Damit wir weiterkommen im Hideout. Schwinden nur keins. Und ich sehe halt auf Woods unglaublich schlecht. So blind bin ich eigentlich gar nicht, aber auf Woods, keine Ahnung. Ich sehe immer nichts. Ne. Ja. Alles jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Schrauben, immer gut. Geigerzähler, ich glaube, die sind sogar, die Dinger sind sogar ein bisschen was wert. Sind wir noch der gleiche, oder? Auf jeden Fall ist da viel los. Boah, mit Bolt Action. Oh, und wir haben Airdrop. Cool. Ich glaube, der erste. Die Frage ist, wo? Wahrscheinlich genau da, wo ich jetzt hin will, dass alles dahin rennt. Ah, das ist cool gemacht immerhin. Aber wir müssen hier idealerweise hier in das Dorf. Da sollte ein bisschen was an Gegner sein. Irgendwo wird das rausschmeißen. Schätzungsweise direkt vor mir. Wo sich der ein oder andere mega drüber freut, ich mich nicht. Weil wir können momentan nichts damit anfangen, großartig.
Ja, gut. Wer hat's kommen sehen? Wie gesagt, die erste Folge und ich mach gar nichts effizient. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts... Wo war der? Kopf unterer Nacken. Vor allem auch, wie schnell. Gefundene Waffen, eine. Ja, ja, danke. Zwei, das ist unglaublich. MK. 255 Mod. Aha. Gut, außer Geld haben wir jetzt nichts verbrannt. Weste, Geld. Gut, wir haben jetzt keinen Helm aufgehabt, aber tatsächlich das Einzige, was ich nicht habe, sind Helme. Aber diesen Billighelm, den wir uns kaufen können, der bringt auch uns herzlich wenig. Abgesehen davon, das hätte uns wahrscheinlich sowieso nicht geholfen. Gut, können wir direkt weitermachen. Das ist alles voll. Bank Rubber Rig. Die Presseweste Zuck könnten wir spielen. Dann bräuchte man links tatsächlich ein Daypack. Waffe Hammer, beziehungsweise Munition Hammer noch. Dann, ja, das Ganze halt nochmal. Also ihr merkt schon irgendwie, ich habe ein bisschen Pech. So, das Ding und das Ding. Zusätzlich kaufen wir uns da nochmal... Hast du eigentlich auch? Jäger müsst du doch eigentlich auch welche haben, oder? Eine VPO. Ich weiß gar nicht, ob das eine VPO... Repetier Scharfschützengewehr. Muss das mit einer VPO nicht auch gehen? Brauchen wir nur einen Repetierer. Ach, wir kaufen mal noch eine Musin. Ist egal. Die Infanterie kannst du leider nicht modden, dass du ein Visier drauf machen kannst. Wir dürfen aber eh nicht mit Visier. Das Schöne ist, wir haben jetzt zumindest den Fortschritt erreicht. Hier, den wir brauchen. So, das Ding hier. HPPD, warum nicht? Das Ding haben wir. Dann brauchen wir das AI. Was, wer weiß, wo gelandet ist. Da ist das AI. Dann brauchen wir den Verband. Das Ding hier hin. IFAC und so weiter haben wir alles noch. Die FMJ, die Painkiller. Könnte man noch mitnehmen. Painkiller können wir kaufen für 8000, immerhin. Uns fehlt halt immer noch das Saliva nach wie vor, was ein, ja, ein Problem darstellt. Ich weiß gar nicht, ob wir Kopfhörer unbedingt bräuchten. Wir haben zwar auch hier noch zwei Helme, aber ich... Ja, komm, den können wir einsetzen. Kopfhörer... Ah, komm, wir geizen nicht rum. Ganz ehrlich. Wer geizt, verliert. 82, 89. Das reicht eigentlich. Wir sollten relativ zügig was zu essen und was zu trinken finden. So zumindest meine, auch meine Mission mehr oder weniger. Ja, dann nächster Versuch. Vielleicht sehen wir mal. Also bis jetzt zweimal wurde es gewesen. Nie einen Gegner gesehen. Also nicht mal gesehen und gestorben. Es ist ein bisschen frustrierend. Wenn ich ihn wenigstens gesehen hätte und zurück hätte schießen dürfen. Gut, wären wahrscheinlich die lange zurückgeschießen. Wir haben eine Bolt Action, er hat eine Automatik gehabt. Aber ja, es läuft halt mal so, mal so. Es sind die Standard-Bots eingestellt. Es gibt auch noch bessere Bots, die man machen kann. Die spielen tatsächlich noch um einiges besser. Man kann die aber auch runterdrehen, dann würden die schlechter spielen. Wir spielen mit den Standard-Bots. Die haben halt leider auch die Möglichkeit, ja, praktisch, gut, es war jetzt kein One-Hit, aber nah dran zumindest. Es kann halt tatsächlich sein, der sieht uns, One-Hit, zack, tot. Das geht. So, wo sind wir jetzt? Minen. Irgendwo beim Outskirts-Zimmer. Da steht das Auto. Okay, links und rechts ist ein Spawner von uns. Haben wir ja nachgeladen, ja. 5 Schuss haben wir drin. Die Frage ist, ob die PMCs tatsächlich auch wirklich diese Spawner haben, weil... Wir sind im Grunde mittendrin gespawnt. Der Spawn ist mega scheiße eigentlich. Was kann von links was kommen, von rechts was kommen. Überall. Und vor uns hier können Scavs sein. Das ist der einzige schöne Vorteil, den wir haben. Das hört sich vor mir an. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich alles andere als gut an.
Hat er mich gesehen? Eigentlich nicht, oder? Das Problem ist, auf die Entfernung den zu treffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also für mich. Es gibt den einen oder anderen, der kann das. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich würde tatsächlich gerne kurz Folgendes tun. Ist ungünstig, das im Raid zu machen, I know. Aber mich nervt es tatsächlich. Wo ist denn hier? Nachladen, Bild rauf, Bild runter normalerweise. Irgendwo hier unten. Page up, Page down. Höhe, Visier verstellen. Page up, Bild rauf, Bild runter. Wieso geht das nicht? Drücken. Visier, Höhenwinkel hoch. Page up, Page down. Nicht festgelegt. Taste, Tastennutzungsart drücken. Wieso geht das nicht? Ist das normal? Ist das die... Kann ich hier einfach nicht die Höhe verstellen bei der? Page up, Page down. Ich habe es gerade die Taste belegt. Drücken. Gedrückt halten. Einmal drücken, zweimal drücken. Okay, interessant. Geht nicht. Aber wir haben Scaff hier. Das ist gut. Aber der Quatsch. Das ist das Problem. Habe ich die... Er bewegt sich noch. Ein habe ich. Ich hoffe, ich war das. So, jetzt hören wir, neben mir einer wäre und durch den Busch rennt. Tarkov Schütze Teil 2, wir haben ihn. Geil. Wir müssen gleich mal gucken, was genau wir jetzt abgeschlossen haben. Ich glaube, die Headshots. Ich glaube, wir haben zwei Headshots tatsächlich gelandet. Halt, das war alles bei Jäger. So, Elimir ohne Visier. Nice. Hauptschuss über 40 Meter. In die Beine. Dreimal Beine brauchen wir als nächstes. Das ist mit der Weste leider nicht funktioniert, weil wir die Weste anhaben. Wir werden die Weste vorher ausziehen müssen. Ich habe es gewusst, wenn ich das blöde Ding anziehe, wird es nichts. Egal, die beiden sind tot. Interessant, dass ich nur so nachladen kann und nicht mit R. Finde ich tatsächlich. Achso, weil wir es in Safe-Container haben. Ah, das macht Sinn. Prüfen. Können wir nicht splitten? Naja. Akzeptieren. Weil wir es im Safe-Container haben. Dann geht's nicht. Dann muss ich so nachladen. Die Busch-Geräusche sind mega bescheuert. Das nur fürs Protokoll. Ah, da ist der Airdrop. Eigentlich gut erreichbar für uns, aber nicht mit einer Bolt-Action. Aus der Nummer bin ich raus. Ging das auf mich? Nee, oder? Das waren keine 40 Meter. Eine Musin-Infanterie. Nett. Der hat ordentlich gelootet, der Typ. Zwar kein Spieler. Oh, FMJ. Mein Maßband.
So. Er weiß, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist immer scheiße. Granato, wahrscheinlich in Hauso. Könnt ihr mir vorstellen. Es gibt, glaube ich, eine Schnelltaste, dass du die Rüstung ausziehen kannst. Ratet mal, wo ich keine Ahnung von habe. Problem ist, das ist halt auf dem Hügel. Ich bin unterm Hügel. Das war ein Schuss ins Blaue. Ich habe ihn aber einmal getroffen. Aber leider in die Brust. Das bringt uns herzlich wenig. Ich muss ihn in die Beine schießen. Dafür bräuchte ich jemanden, der nicht getriggert ist. Jetzt geht's. Das müsste sogar ein Spieler gewesen sein, vielleicht. Ach, steht der nicht? Vielleicht in die Beine schießen sollen. Der wäre stillgestanden. Naja, egal. Okay. Beim. Problem ist tatsächlich, ich und den Wurz Leichen finden. Das ist so ein Ding. Da hinten liegt er. Das ist so ein Ding. Ich kann mir den Baum nicht wirklich merken. Ich finde die Leichen zu 80%, glaube ich, nicht. Kein Scherz. Bist du ein Spieler? Nee. Shit. Wir hätten ja in die Beine schießen müssen. Aber hey, wir haben einen Teil einer Aufgabe abgeschlossen. Ich bin happy. 10.000 Rubel. Und du Schonka. Oh, der hat aber gut getroffen. Aber wir haben irgendwas abgeschlossen. Ich glaube, ich habe die Beine tatsächlich getroffen ein paar Mal. Bleeding. Verwenden. Normale, leichte Blutung. Ein Arm, Fraktur. Ich kann mir nicht rantackern, aber wir haben zumindest was zum Fixen. So, was haben wir jetzt genau abgeschlossen? 100% Schütze. Oh, nice. Aus 40 Meter in die Beine. Oh, das lief jetzt gut, aber... Okay, eliminiere Scavs auf 40 Meter. Ohne ein Visier zu nutzen. Und jetzt müssen wir noch die Weste ausziehen. Zusätzlich. Das ist wieder ein kleines Problemchen. Wir nehmen mal das AI. Wenn einer still steht, können wir das mit der Weste mal probieren. Aber mal gucken. Da müssen wir die Weste hier reinziehen oder auf den Boden wegwerfen, wie auch immer. Oh, ich muss meine Schnelltaste für Wegwerfen auch noch umlegen. Ich muss mal Tasten belegen. Ihr merkt schon. Wo ist er hin? Warum schießt du so gut? Au. Es liegt meine Weste da vorne, die finde ich nie wieder. Der pusht mich. Sein Ernst? Er ist gestorben, der eine. Das waren keine 40 Meter. Okay, irgendeiner ist noch draufgegangen an seinen Verletzungen. Geil.
zwei Missionen abgeschlossen und zwei haben wir ohne Weste gekillt. Achso, warte mal, das ist nicht auf 40 Meter begrenzt. Ich muss nur... Ah, ich muss nur ohne Weste töten. Wir haben mal Glück. Das war jetzt Glück. Okay, das war Glück, aber nice. Oh, seine Weste ist im Arsch. Haben wir schon 15.000 Rubel gemacht? Oh, das Ding ist gut. Da zähle ich die HP raus, die 10 Stück. Kann ich gleichzeitig versuchen nachladen? Jo. Ananassaft. Alles verwenden. Das heißt, der eine ist draufgegangen, weil wir ihn so sehr gehittet hatten, dass er halt, ja, hops gegangen ist. Übrigens, mit einer Hand, einem Arm weniger, sind wir zielmäßig verdammt scheiß unterwegs. Das nur mal als Hinweis noch zusätzlich. Also, du ziehst echt kacke da damit. Da vorne ist einer. Holla, die Waldfee. Also Abschuss haben wir mehr als genug. Die Presseweste wäre an und für sich besser. Ich glaube, wir nehmen die Presseweste wieder. Brauchen wir jetzt noch einen ohne Weste? Achso, weil ich die Westen... Ich Idiot. Ich hätte die Weste auslassen müssen. Aber wir nehmen die Presseweste mit. Perfekt. So funktioniert das Ganze um einiges besser für mich. Okay, ihn haben wir. Aber Scavs haben wir hier ohne Ende. So, einer ist da vorne noch verblutet, einen haben wir da jetzt gerade noch weggemacht. Da der am Zaun. Ist auch unserer. Das lief gut. Was hat der für eine AK? Max Energy Drink. Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken. Wir sind erstmal happy. Ein Slickers. Müssen wir gerade schon wieder die Taschen zu übrigens. Munition entladen. PP. Hau rein. Wieso lädst du die letzte nicht rein? Hast du Hemmung? Okay, scheint Bug zu sein. Liegt ein bisschen eigentlich ungünstig übrigens. Das AI können wir mal schneller verbrauchen. Sehr schön. So, wir gucken mal, dass wir dementsprechend wegkommen oder rauskommen, wie auch immer. Allerdings kamen von da Schüsse. Wer weiß, wie lange was noch... Ich glaube, ich habe ihn, aber hat tatsächlich heilen gerade höhere Prio. Sonst sind wir nämlich dead. Frische Wunde. Meine Beine sind Gott sei Dank nicht weg, aber beide Arme sind weg. Damit können wir rausgehen zumindest. Das Thema hat sich erledigt, aber wir haben zwei Quests abgeschlossen. Ich bin happy. Hallo? Ich glaube, wir haben ihn. Das war, müsste ein Spieler gewesen sein wahrscheinlich. Und ich glaube, wir haben ihn. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, habe ich ihn mit meinem Baumtrick so verwirrt, dass er nicht mehr möchte.
Das Schöne ist, wir haben Painkiller. Können wir schon mal auf die 5 widerlegen. Der Rest ist leider nicht machbar. Okay, er lebt noch. Wie gesagt, das... Jetzt haben wir ihn, oder? Jetzt haben wir ihn. Jo. Stufe 7er Blair. Der hat einen schönen Helm. Der ist besser wie unser. Muss mir echt... Es gibt eine Schnelltaste für wegwerfen. Eine UMP. Schmerztabletten. Nehmen wir gerne. Ein Griffchen. Nehmen wir auch gerne. Ein Sliggers können wir uns direkt reinziehen. Sehr gut. Damit haben wir das. Wasser. Jo. Auch rein damit. Wir waren leider ein bisschen zusammengeschossen. Wir können mal kurz gucken, wo unsere Ausgänge sind. 21 Minuten. Rough Tor. Okay, wir müssen einfach nur die Straße praktisch überqueren. Was sich jetzt leicht anhört, wie es getan ist. So, wir haben 2 kaputte Arme mit einer Musin, die wir nur Ironside schießen können. Ich werde nichts mehr treffen. Also keinerlei Illusion. Ich werde definitiv nichts mehr treffen. Wenn ich jetzt treffe, ist es reines Glück. Müssen wir mal gucken. Also wir müssen auf die andere Seite, dann können wir praktisch raus. Das Ganze würde ich jetzt nutzen wollen. Wir laden nochmal nach. Wir haben jetzt noch die Kills ohne Weste offen. Ist jetzt aber nicht das Problem. Das ist tatsächlich was, was wir mit Visier machen können. Wir haben jetzt alles, was wir ohne Visier erledigen müssen mit Ironside, haben wir zumindest erledigt. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Dass wir den Part zumindest jetzt schon mal haben. Da bin ich schon mal sehr happy drüber. Ich glaube hier, genau, hier können USB-Sticks liegen. Wir haben ein Müsli. Ist aber ein bisschen trocken. Haferflocken, kein Müsli. Muttern, boah. Geigerzähler. Guck mal, ist der gleiche Loot wie vor und jetzt sterben wir gleich wieder. Und hier können USB-Sticks liegen. Da kommen wir nicht ran, oder? Nee. Ich finde immer diese Buschgeräusche, wenn du an irgendwas vorbeiläufst, was ein Busch ist oder ein Ast vorbeiläufst oder wie auch immer, finde ich mega schwierig. Weil das hört sich immer an, wie wenn es 2-3 Meter neben dir ist und nicht bei dir ist. Das ist tatsächlich ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde es sehr komisch. So, hier können ganz viele sein, hier kann auch der Boss sein. Wie gesagt, treffen ist jetzt nicht mehr wirklich eine Option für mich. Aufgrund dessen, dass wir mega zittern, sowieso schon mega ungenaues Aiming haben, aufgrund von nicht vorhandenem Skill-Level. Cool ist, dass wir die Mission abgeschlossen haben, die kann uns keiner mehr nehmen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier nicht rauskommen, haben wir gewonnen. Wir haben die 2 Missionen in einer abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Pech, was das Rauskommen angeht. In der ersten Folge. Und das ist die erste Folge, die ich heute aufnehmen kann. Setze Problem. So, darüber müssen wir eigentlich nur noch, dann wären wir schon da. Gut, nicht alle Schüsse gehen auf mich. Hier kann auch ein Skaff rumrennen. Hier auf der Straße. Gott, bitte nicht hier noch Bein brechen. Ja, die gehen zumindest nicht auf mich.
Das ist links von mir im Camp wahrscheinlich. Tatsächlich etwas, was wir jetzt nicht hin müssen. Ich bin froh, wenn wir rauskommen. Da ist halt der Vorteil, wenn du ein CMS hast. Aber wir sind noch nicht in der Lage, ein CMS zu kaufen. Aber wir haben ordentlich was gekillt, glaube ich. Also es waren viele Scavs. Also das Hexhaus war hier Gold wert. Das war nicht schlecht. Das lief auf jeden Fall gut. Wie gesagt, die zwei finde ich relativ schweren Missionen. Für mich zumindest, der nicht Ironside oder der Ironside nicht mag. Abgeschlossen. Ist alles super. Ja, komm, verbrauch's. Aber ich weiß gar nicht, 88, ob das reicht, um eine leichte Blutung zu stillen. Möglich. Ja, reicht. So, da ist unser Ausgang. Können wir nochmal ein bisschen was mitnehmen? Bastion, ja. Pistolengriff brauchen wir nicht. Brille. Oh, ein Sprut. Sprut war, glaube ich, für die Quest. Yes, beides nur mitbekommen. Wir haben überlebt und das in der ersten Folge und wir haben zwei Missionen abgeschlossen für Jäger. Nice. Und 4000 Erfahrungspunkte. Okay, wir haben sehr viel getroffen. Wir haben mehr getroffen, wie ich gedacht. Alter. Zweimal Kopfschuss, das waren die ersten beiden. Tatsächlich, die ganzen anderen sind draufgegangen mit normalen Schaden. Getötet, Musin, Infanterie, Thorax, 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 Bauch, rechter Arm. Thorax, Thorax, die sind alle verblutet. Und einen Usic haben wir gekillt. Das war der am Ende, Level 7. 9 Stück, gute Runde, richtig gute Runde. Guck mal, hier geht's vorwärts. Level 13, mit Level 15 war keine großen Probleme, weil wir dann einen Fleermarket haben. Ab da wird's tatsächlich um einiges leichter, das Game. Weil wir sowas wie CMS beispielsweise kaufen können und so weiter und so fort, ist eine Frage der Kosten. Aber momentan sind wir nicht kostendeckend unterwegs. Es gibt andere Möglichkeiten. Ich habe noch nie Scav gespielt bis jetzt zum Beispiel. Scav Runs und so weiter könnte man natürlich auch machen, um sein Zeug ja wieder oder eben Geld zu farmen, hauptsächlich natürlich. Könnte man machen. Geil, das ist Maßband, damit können wir unseren Stash ausbauen. Das ist cool tatsächlich. Wir haben Essen, das sollten wir erstmal behalten. Den hier können wir, glaube ich, auch abgeben, das Bastion-Ding. Wir haben Painkiller neue gefunden, das ist cool. Heavy Bleeding, das sind auch Painkiller, Ibuprofen. Bisschen was an Muni, eine Granate, den Zähler hier, Herrngriff, Mutter, AK-Mac, 10er, kannst du verkaufen, Munition entladen, Echo ist drin, warum nicht? Müssen wir uns sowieso irgendwann kaufen, wir haben ja nicht großartig die Wahl. Ein Schlüsselanhänger, der 50.000 wert ist, eine Brille. Neuen Helm, neue Kopfhörer, allen drum und dran und eine neue Musin-Infanterie, die wir erstmal behalten werden, glaube ich, weil das hat tatsächlich jetzt, wobei, wir müssen mit der müssen wir ein und zwei schießen, ganz ehrlich, scheiß drauf. So, jetzt würde ich sagen, Jägeraufgaben, beide fertig, sehr geil. So, Zielfernrohre, 12.000 Erfahrungspunkte kriegen wir für die Mission übrigens. Das ist, damit machen wir Level 14 gleich, glaube ich. Abschließen. Sehe ich irgendwo mein Level, ah hier, Level 13 immer noch, aber das war ordentlich. Und hier auch nochmal 12.000. Das waren jetzt 24.000 Erfahrungspunkte, die wir gemacht haben in der Mission. Und einiges an Rubel und neue Westen. Jägerrufe natürlich auch. Und abschließen. Damit sollten wir eigentlich... Da kann es sein, dass es nicht aktualisiert wird. Wir sollten eigentlich Level 14 sein, glaube ich. Und mit Level 15, wenn wir genug Umsatz gemacht haben, unter anderem bei Jäger, kommen wir auch weiter. Überleben, eliminiere. Das haben wir nach wie vor noch. 2 Stück. Also 3 fehlen uns noch. Und Tarkov... Schütze oder Tarkov-Shooter Teil 3. Eliminiert PMCs aus weniger als 25 Metern bei einem Repetier-Scharfschützengewehr. Ist egal, ob Iron Side oder nicht. Den, den wir vorhin gemacht haben, beispielsweise am Stein, hätte da reingezählt, unter anderem. Das Geile ist, wir schalten hier, als Belohnung wirst du in der Lage sein, diesen Gegenstand von Jäger zu kaufen. Wir schalten immer verschiedene Dinge dann frei, die wir eben dann kaufen können bei Jäger. Und dann auch sowas wie Munition und so weiter. Die wir dann selber herstellen können oder auch kaufen können. Das ist halt schon cool. Und auch hier, eliminiere Scavs of Woods 9 von 15. Wir erinnern uns, das bringt uns halt auch was. Und ja, wir haben relativ gute Munition genommen, deswegen sind die auch alle dann dementsprechend teilweise auch noch verblutet, was ganz cool war. So, wir haben ein bisschen Zeit, das Zeug abzuholen. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt bei Jäger noch ein bisschen Umsatz zusammenkriegen. Unter anderem
kriegst du 10.000 für ein MAE, kannst du haben. Protons 1.800, 4.000, die sind tatsächlich, 7.000 für die Nudeln kannst du haben. 48.000 gibt er mir für den Schlüsselbund, den kriegst du. Sind wir bei 70.000 Umsatz, den Rest brauchen wir leider alles. Aber 70.000 Umsatz nochmal oben drauf. Wenn wir bei ihm Zeug kaufen, übrigens zählt das auch als Umsatz. Das hier wäre cool, aber die drei Zangen haben wir nicht. Können wir aber später teilweise dann auf Fliermarken, könnten wir die kaufen zum Beispiel. Gut, dann einmal ins Versteck. Da können wir nämlich jetzt auch weiter ausbauen. Die Security können wir jetzt endlich ausbauen. Eine Tür können wir uns reinbauen in unser Hideout. Was wir dann für den späteren Verlauf brauchen mit dem Maßband. Also das war jetzt echt gut. Hier, Sicherheitstür. Einbau sofort. Wir haben eine Tür. Ja, Wahnsinn. So, und jetzt bauen wir beispielsweise eben sowas wie hier Plastiksprengstoff und so einen roten Schraubenschlüssel. Das WD haben wir tatsächlich schon. Und dann Bauzeit 3 Stunden. Ja, das ist aber relativ Wurst. Oh, Generator können wir bauen. Oh, Heizung können wir ausbauen. Wir sind echt weit gekommen. Generator ist gut, weil wir damit Licht machen können. 100.000 und kostet uns eine Zündkerze. Dafür kriegen wir aber Licht. Bauen wir den Generator rein. Hier können wir jetzt dann auch Benzin reinladen, unter anderem. Und können jetzt dann dementsprechend in unserem Hideout das Licht Kerzen anzünden. Diese Beleuchtung wurde noch nicht freigeschaltet. Aktiviere Nachtsicht. Nee. Konnte ich nicht den... Ah ja, hier. Generator einschalten, Generator ausschalten. Also an, aus. Wenn wir den anmachen, 8 Sekunden übrig, verbraucht der Benzin. Wenn wir den ausschalten, verbraucht er kein Benzin. Wir brauchen allerdings, um beispielsweise Dinge herzustellen, muss mir Licht haben. Sonst haben wir nur Kerzenschein. Und alles andere haben wir noch nicht. Aber dadurch haben wir jetzt Wassersammler freigeschalten. Unter anderem die Heizungsstufe 2 können wir noch installieren. Auch nice. 50.000 Rubel. Kostet uns jetzt einiges an Kohle. Aber jetzt haben wir schon mal die Stufe 2 Heizung dann auch. Für den Wohnbereich brauchen wir, glaube ich, ja, 3 von den Glühbirnen nochmal. Dann Erste Hilfe brauchen wir immer noch. Oh, nur 2 Bandagen. Die können wir kaufen. Das müssen nicht feine Raids sein. So, Versteck. Damit können wir Erste Hilfe bauen. Alter, kommen wir vorwärts im Hideout. Ja, und jetzt können wir nämlich auch Dinge, beispielsweise wie das CMS, könnten wir jetzt dann auch craften. Wir können auch unser Lever craften mit den Car Repair Kits. Die Car Repair Kits schalten wir bei Terabus frei, wenn wir die 2 Salevers abgegeben haben. Ihr merkt schon, wie die Reise hingeht. Hier haben wir einen Schlauch fehlt noch, ein paar andere Dinge fehlen noch. Mit dem Flea Market können wir das dann ohne Probleme alles freischalten. Wir müssen halt das Zeug nur kaufen. Und ja, dann haben wir noch Werkbank, allen drum und dran. Das können wir schon mal ein bisschen was bauen. Wassersammler, Beleuchtung. Ja, also das war jetzt ordentlich der Schritt, den wir hier gemacht haben im Hideout. Ist sehr cool. Man merkt, es geht vorwärts. Und das ist was, was mir sehr gefällt. Wenn man merkt, da tut sich auch irgendwas. So, Heavy Bleeding auch. Gerade diese Hämatomsets und so weiter gehen uns natürlich auch langsam wieder aus. Das kann eigentlich raus. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.